Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück in Le Part Le 55 von The Breath of the Wild. Link ist schon wieder fast am Frieren. Muss daran liegen, dass er so freizügig bekleidet ist. Ich habe gestern leider vergessen, die Amiibos zu machen. Ich war ein wenig abgelenkt. Aber wir machen das heute mal, damit ihr das mal in Gänze sehen könnt, wie viel Müll das inzwischen wird. Weil man jeden Amiibo ja einmal pro Tag... Ach du Scheiße, da war zu viel auf einmal. Das hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Unter den Tisch krabbel. Und dreimal gegen das Mikrofon stoß. So, die ersten drei sind fertig. Souverän gelöst. Ich weiß. Ich dachte kurzzeitig, das Fleisch wird dadurch jetzt anders. So. Pfeile. Früchte. Früchte, die wir, glaube ich, schon alle fotografiert haben müssten. Was kommt raus? Schattenmütze. Der Held, der gegen Schatten kämpfte, soll sie getragen haben. Riecht ein klein wenig nach nassem Hund. Twilight Princess Amiibo. Also der Twilight Princess Link Amiibo. Tschüss, Pilz. Ist nur ein Hyrule-Pilz. Keine Sorge. Soldaten-Zweihänder. Den können wir sogar mitnehmen? Stimmt, wir haben jetzt einen Slotty mehr. Dann werden wir den gleich mal missbrauchen. Das ist Skyward Sword, Freunde. Da kommen nämlich Holzkisten raus. Und Eispfeile anscheinend. Die Holzkisten sind insofern geil. Skyward Sword hat einen super, ja, Holzpfeile kommen auch noch droppen. Können auch noch droppen. Hier ist Cash drinne. Immer schön dicke Rubine. Ich hatte sogar schon mal bei meinem anderen Spielstand einen Huni drin, einen silbernen. Oh, hier 50. Ja, also hier kann man richtig gut reincashen. Der Skyward Sword Amiibo sollte uns in Zukunft dann einiges an Geldproblemen erleichtern, wenn ich den wirklich täglich benutze. So, was haben wir noch am Start? Fische. Eine Zitterforelle ist neu. Ein Rüstungsschnapper ist neu. Die Schleichforelle kennen wir. Also, habe ich schon gedroppt. So, du dahin. Und du dahin. So, zack, Zitterforelle. Hallo, mein Freund. Und der Rüstungsschnapper. Es gibt also verschiedene Fische, die dieselben Effekte haben. Rüstung, Angriff und diverse, wie halt die Pilze auch schon, Immunitäten gegen Elemente. Und das ist sehr häufig. Ein guter Soldatenbogen, den können wir natürlich nicht liegen lassen. Denn der ist stärker als vieles andere, was wir haben. Hier habe ich einen Soldatenbogen mit Haltbarkeit. Dann kloppen wir den mal weg. Benutzen mal den Standard. Den Gerudo-Bogen benutze ich nur für Range Attacks, also für ganz, ganz weite Schüsse. Dann will ich mal ausprobieren, wie der funktioniert. Also, man sollte das Amiibo-Modul vorher wechseln. So, dann haben wir noch den Amiibo. Auch wieder mit ganz vielen Pilzen. Das ist der Reiter-Amiibo gewesen. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Mit einem lächerlichen Soldatenschwert, das brauchen wir natürlich nicht. Und doch zu guter Letzt mein Lieblingsamiibo mit meinem gehasstesten Gegner im ganzen Spiel bis jetzt. Der Wächter. Der sieht halt extrem geil aus, ist super cool Design. Eine Wächterlanze brauchen wir nicht. Ne, wir haben hier eine Wächterlanze plus mit Angriff. So, extrem geiler Gegner, keine Frage. Aber er ist scheiße. Er hat mich schon zu oft gekillt. Ich mag ihn nicht. Also, als normalen Gegner so gesehen. Also, als Charakter-Gegner ist er cool. Immer dieses ganz knappe, was, wo ich minimal zu tief bin. Ach. Das ist, wenn man nur kurz die Amiibo-Module machen möchte, wisst ihr? Oh, Rhodonit. Das gibt Cash.
So, und ich habe natürlich nicht vergessen, also ich habe es in den letzten Folgen vergessen, dafür erstmal ein dickes, fettes Sorry an der Stelle. Ich habe natürlich nicht vergessen, dass wir auch noch nach Hateno wollen. Ist mir nach der letzten Folge leider erst eingefallen. Tut mir leid. In Hateno haben wir nämlich noch die Rüstung, die wir kaufen müssen, also die ich kaufen möchte. Und außerdem haben wir da noch dieses eine Haus, was so abseits steht, wo ich noch nachgucken wollte. Bin mal gespannt, was das ist. Ich glaube, ich weiß es schon, weil ich es versehentlich gespoilert mal auf Twitter wieder bekommen hatte. Angezeigt bekommen hatte, aber lassen wir uns doch überraschen. Weil ich bin ziemlich sicher, es ist das, was ich denke. So. Wo müssen wir denn hin? Nach Rakts. Dahintern. Ne, dahintern. Kann ich hier aber außen rumgehen? So, ist hier noch ein Pfad? Sag bitte ja, ich habe nämlich keine Lust, da hochzuklettern. Muss ich mir die Kletterhaube aufsetzen. Habe ich wirklich keinen Bock drauf. Okay, sieht gut aus. Sehr schön. Ja, sieht doch schlecht aus. Aber hier können wir etappenweise klettern, das ist viel besser. Und immerhin, in der Wüste regnet es nicht. Also wir können entspannt klettern. Naja, entspannt, während wir frieren in der Wüste. Achso. Oh, das ist hoch. Ich hätte das da links nehmen sollen. Na, egal. Jetzt sind wir hier. So, dann bin ich mal gespannt. Also wir holen uns jetzt den Helm. Und anschließend... Ich nehme heute übrigens auch nur 2 Folgen auf. Ich habe Yooka-Laylee gestern auch nur 2 Folgen aufgenommen. Das hatte so, nennen wir es mal, persönliche Gründe. Das Farodra, oder? Ja, das ist Farodra. Sag ich ja. Hier hinten fliegt der lang? Okay. The fuck? Aber da kommen wir niemals ran. Wir müssten da hochklettern und bis dahin ist er weg. Och, wirklich. Schade eigentlich. Ich hätte gerne mal auf ihn raufgeschossen. Naja. Müssen wir es dann anderen mal tun. So, da hinten ist das Lager. Das Jägerlager. Da bin ich auch mal gespannt. Es ist einigermaßen warm wieder inzwischen. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt nicht den Full Sneaky Mode auf Doom, sondern nur den Half Sneaky Mode. Ich wollte noch was anderes gucken. 7 Schleichwürmchen. Wir können 2 Teile... Ah, wieder zu kalt. Ich habe schon fast mit gerechnet. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Können auf jeden Fall 2 Teile upgraden. Aber leider keine 3. Dafür ist Finn immer noch zu kalt? Okay, das riecht nach drastischen Maßnahmen. So, jetzt ist uns nicht mehr zu kalt. Holy shit, wie kalt ist es denn hier? Aber so hoch sind wir gar nicht. Möchte ich mal kurz an der Stelle anmerken. Aber es spielt dieses typische Eis-Theme von Breath of the Wild. Das hatten wir ja schon öfter mal gehört, wenn wir irgendwo in Schneegebieten unterwegs waren oder in kalten Gebieten. Ich sag nur ganz am Anfang, zum Beispiel auf dem vergessenen Plateau. Da hatten wir das schon mal. Ja, und umso höher wir kommen, umso... Was sind denn das hier für Froschstatuen? Voll komisch. Also ich will da unten echt nicht langlaufen, Leute. Das ist mir echt zu suspekt. Geh ich lieber den langen Weg außenrum. Boah, das ist bestimmt unten, warten bestimmt ein paar Jäger, so versteckt. Habt ihr das gehört? Boah, Alter! Wo kommst du denn jetzt her? Wir können unser Schwert wieder ausziehen, perfekt. So, dann können wir also unsere Rüstung auch wieder ausziehen. Au!
Holy shit. Ja. Spawn halt erstmal da. So, von denen gibt's hier wahrscheinlich noch mehr. Ein Jägerbogen. Ein Doppelschussbogen. Doppelschuss? Cool. Zwei Pfeile auf einmal. Boah, der sieht voll aus, als würde er jemanden gleich, als würde er uns selber gleich töten. Doppelschussbogen. Nur die besten Schützen der Jäger verwenden diesen Bogen. Damit das Opfer nicht entkommen kann, werden zwei Pfeile auf einmal abgeschossen. Ach so, wir haben kein Slotty frei. Ja, dann weg damit. Dann verwende ich erstmal den Soldatenbogen mit, nee, hier den Ritterbogen. Weil die sind aus Holz und für den Fall, dass wir uns dem Dings nähern wollen, dem Titan, müssen wir natürlich gewappnet sein und dürfen nichts Metallenes an uns tragen. Zumindest an Waffenequipment. Ich glaube, wir kommen hier auch nicht oben lang. Dead End, würde ich sagen. Ja, wir müssen jetzt runter. Ach, nicht du. Hab ich jetzt nun gar keinen Bock drauf. Das war Skill? Würde ich sagen. Ach, egal, sein Loot ist weg. Jäger-Novizen. Okay, das sind alles Jäger-Novizen. Okay, da wird es dann wahrscheinlich auch noch was anderes von geben. Au. Ihr nervt so ein bisschen, wisst ihr das? Au. Link, lauf doch. Danke. Boah. Das war's mir wert. Wir haben genug Essen. Au. Das war es mir auch wert. So. Die können uns ja zum Glück nicht zweimal hintereinander treffen. So, der ist weg. Ja, er nervt mich eigentlich, wisst ihr das? Na, dann mach nochmal. Okay. So, jetzt ist er weg. Oh, Vorsicht. Ja. Gegen einen komme ich ja easy klar. Okay, das war viel zu einfach. Ja, wie gesagt, ich dachte mir schon, wenn er hier unten lang läuft, der ist des Todes. Das klingt hier nach Krog. Ach, das sind da oben die Klimperdinger. So, wir sind bei den Jäger. Mann, können die Novizen nicht ohne ihr scheiß Bogen ankommen? Nervt ja. Und Falle. Haben wir noch irgendwas, was unsere Rüstung weiter erhöhen würde? Nee. Das steigert nur unseren Angriff. Ja, das steigert auch nur unseren Angriff. Mist, wir haben sonst nichts. Mist, das ist schon die stärkste Rüstung, die wir haben, gerade aktuell.
Ich hab mir vorher doch eindeutig Dings holen sollen. Das hat hier irgendwas. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, wir müssen die Banner abbrennen. Oder die Statuen abbrennen. Hier liegt ein Bogen in der Mitte. Irgendwas stimmt hier nicht. Das sind auch Fackeln. Ja, ist außerdem so ein Feuersymbol unten drunter. Und das Banner hier ist bereits weg. Also ich glaube, wir müssen die Banner abbrennen. Kopfsammler gibt's hier. Ich leg mal den hier weg. Der ist halt super, weil er einen Schuss 26 Schaden macht. Wir nehmen mal jetzt den Jägerbogen. Und hinterher den Ritterbogen wieder zurück. Was ist das denn? Ach so, eine gebratene, eine gebratene Zitterfrucht. Röstzitterfrucht, genau. So, Brennbanner 1. So, Brennbanner 2. Da brennt Banner 3. Jetzt kommt Flederbeißer, die auch der Meinung sind, brennen zu wollen. Die können wir aber nicht abfackeln. Three of a kind. Da war der richtige Gang. Und da kommt nochmal Flederbeißer raus. Ich habe gewartet, wo man endlich mal angreift. War wohl nicht so der Fall. So, jetzt gucken wir mal noch nach, ob da noch irgendwas ist. Nö, nur die Höhle. Da waren wir drin, da waren die Kisten drin. Hier geht's weiter. Hier sind noch Fässer. Oh, und eine Kiste. Achso, die Pfeile sind verbrannt. Ich habe gerade gewundert, was verbrennt denn da? Nichts. Und ein Röstapfel. Und hier haben wir einen violetten Rubin. Das casht richtig rein. Jetzt haben wir noch ganz viel Flederbeißer-Stessel. Da haben wir nochmal eine Kiste. Oh, Saphir. Geil. Knete. Okay, auch wieder nichts. Hier kann man sogar hochklettern. Okay, was braucht? So, da ist auch wieder nichts drin. Und jetzt sind wir durch. Dann, Bogenjäger. Weg damit. 2x14 Schaden brauchen wir nicht. Wir brauchen einmal 26. Das ist auch der, den wir aktuell eh nehmen wollten. Ja, unsere Wächter-Axt Plus ist schon wieder fast kaputt. Ah ne, halt. Eins weiter rechts. Ein bisschen doof. Ah, na gut. Ja, die halten halt nicht viel aus, aber die sind extrem stark. Das gefällt mir hier ganz... 600! Was zur Hölle ist es? Es kann nichts Gutes sein, wenn es 600 Damage macht. Baretta, was machst du hier? Das hier ist das Versteck der Banditen, die den Donnerhelm geraubt haben. Wenn sie dich entdecken, rufen sie Verstärkung, dann ist alles aus. Wir bräuchten irgendetwas, um sie abzulenken. Denn wenn sie nicht gerade Bananen essen, entgeht ihnen auf ihrer Patrouille nichts. Hier ist es auf jeden Fall zu gefährlich für dich. Ich lasse mir schon irgendetwas einfallen. Lauf einfach weg, ja?
geht ihnen auf ihrer Patrouille nichts, also sind das da Jägerwachmänner. Oh, auch noch so ein dicker Jägeroffizier. Bist du dann wahrscheinlich auch, oder? Ja. So, ich bin auf jeden Fall ziemlich, ziemlich leise. So. Da haben wir jetzt einen Skillshot vor uns für die Banane. Wie so ein Äffchen. Okay, haben wir das auch mal gesehen? So, rechts von ihm ist auch noch mal was. Was ist das da links? Vorsichtig sein und ranzoomen. Kopfsammler. Kann ich das auch wegsprengen? Weil ich habe Angst, wenn ich hier vorgehe, dass er mich sieht. Der hat mich nicht mal gesehen. Ja, na klar! Alter, da kommen die mich einfach instant besuchen. Ja, überhaupt nicht unfair oder so. Haha. Au. Treffer. Treffer. Au. Weg. Ah, da kommt instant der zweite. What the fuck? Wo kommt der denn jetzt her? Die können sich auch teleportieren oder was? Ja, können sie. Ja, danke. Blockier mir halt Instant Kill. Ernsthaft? Wir sind Instant Kill? Wir haben 5 Feen dabei und wir haben vor allen Dingen auch, okay. Ja. Nein. Das ist unfair. Doch, das ist definitiv unfair. Wir sind instant killed? Er ist ja mega unfair. Boah, das ist echt übelst unfair. Krasse Scheiße. Okay, also die dürfen uns wirklich nicht sehen. Wobei ich schon ganz gerne ein Schwert von denen hätte. Nochmal hier Offizier fotografieren nochmal. Okay, also wir können sie auch mit Geräuschen ablenken, so Standard. Kiste ist wieder zu, oder? Ja. Äh.
Er hat nur was gehört. Oh Gott, ich war kurzzeitig jetzt schon wieder im Panikmodus. Wirkender Geist. Und wir werden garantiert gesehen, wenn wir von hier aus einen Fall schießen. Scheiße. So voll dämlich. Wer hat sich das denn ausgedacht? Saphir. Von ihm, wie der da hinschleicht, ist auch voll lustig. Oh Gott, hier sind so viele. Oh Gott, das ist ein Riesenlabyrinth. Da eingesteckt. Oh, das ist so schön. Das ist Liebe zum Detail. Okay, das macht's wieder geil. Okay, hier oben sind... Alter, ein Riesenbananenvorrat. Oh Gott, hier ist alles voll mit den Dingern. Aber hier ist ein riesen Bananenvorrat. Boah, die können wir wirklich alle eincashen? Holy moly. Boah, es hat sich jetzt schon gelohnt, hier hinzugehen. Krasser Shit. Ein Topaz. Oh, noch mehr Cash. Was wir mit den Waffen machen, mit den Dingern machen können, weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, wir können damit irgendwann bei den entsprechenden Gebieten dann solche Schwerter herstellen. Also das Elektro-Großschwert und sowas. Oder Elektroschwert und was wir da nicht schon alles hatten. Da ist ein Rhodonit. Oh, und unter uns auch richtig viel. Alter. Nee, hier muss ich reincashen, wenn ich irgendwann mal die Zeit habe. Muss ich mir auf jeden Fall mal kurz markieren. Money. Okay, das war ziemlich gewagt. Aber effektiv. Wenn auch nicht äußerst effizient. Ich überlege gerade, ob man den Lampenschirm da umfallen lassen könnte. Das wäre lustig. Wäre der vielleicht ein bisschen tot. Okay, jetzt interessiert es mich. Was passiert, wenn ich darauf schieße? Dann casht sich da eine Banane ein. Sag mir bitte nicht, dass du mich siehst. Mich wundert, dass der mich da vorne überhaupt noch nicht sieht. Voll lustig. Nicht gesehen, sondern nur bemerkt. Ich versteck mich mal noch kurz. Hier ist eine Kiste im Boden. Ich
Können wir sogar rausholen. Hier sind noch mehr Kisten im Boden. Da ist sogar eine Wand. Nein, ich wollte da doch noch nicht. Scheiße. Ich wusste auch nicht, dass da direkt rausgeht. Also in so eine Arena, in so eine Falle. Scheiße. Ja, Link, danke. Du bist der beste Held, ey. Hey. Wer bist du? Und was machst du an meinem Schlafplatz? Hm? Was trägst du denn da am Gürtel? Ist das etwa der Shikerstein? Wenn du den Shikerstein hast, das bedeutet ja, du bist Link, der, nachdem wir die ganze Zeit gesucht haben. Boah, was für ein Glück. Der Typ, den wir suchen, verirrt sich ganz von alleine in unser Versteck. Das habe ich mit meinem einen Auge gesehen. Oh, och, wo sind denn meine Manieren? Ich sollte dir erst einmal meinen überaus wohlklingenden Namen verraten. Dummkopf der Einäugige? Meister der Jäger. Der Starke, der Prächtige, der unübertreffliche Vollpfosten. Koga. Stimmt, Koga, den kennen wir doch. So namentlich. Der dich jetzt umbringen wird. The fuck? Schnell ein Foto machen. Das sind Steine? Aber die können wir doch nicht mit... Nein, das wäre auch zu. Wir haben aber noch das Stasemodul. Das können wir auch nicht... Alter, macht der viel Schaden. Holy shit. Ja. Scheiße. Der macht da auch so einen komischen Schild. Au. So, wir brauchen eine neue Waffe. Ich dachte mir eigentlich, wir könnten... Ah, nehmen wir die mit einem Anstoß. Ach nee, bringt ja nichts, wir haben bei ihm keine Combo. Nehmen wir die mit Damage. Boah. Richtig fett reinge... Der Wichser kann fliegen? Warte, ich bin wütend! Willst du mich jetzt verarschen? Achso, jetzt müssen wir das so machen, dass da eine über ihm ist. Verstehe ich. Und bong. Das casht auf jeden Fall gut rein an Damage. Und Bams. Und wieder reingecashed. Und jetzt ist er in der dritten Phase. Es geht echt schnell. Jetzt bin ich richtig wütend. Ich komme noch mehr Rauch aus meinem Kopf. So heiß bin ich schon. Willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Warte, es ist eine fucking Stachelkugel, oder? Idiot. Und weg. Der war jetzt echt nicht stark.
Oh, ich hätte nie gedacht, dass mein Ende so aussehen würde. Und dann auch noch durch deine Hand. Es ist zum aus der Faust, aus der Haut fahren. Aus der Faust fahren? Ja, weil die ganze Zeit Fäuste macht. Ganz ruhig bleiben. Das darf noch nicht das Ende sein. Es muss irgendeinen Weg geben. Ich hab's. Och, dass du nicht früher drauf gekommen bin, ich hier Vollidiot. Boah. Dad lache. Man hat einen fetten Bauch. Jetzt hast du es geschafft. Ich meine es ernst. Ich mache ernst. Meine Übergeneration. Achso. Vererbte Geheimtechnik macht dir dann gar aus. Wer schon mit dir... war schon mit dir... Ich warte. Aha, vielleicht etwas groß geraten. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ach, egal. Das war's. Jetzt bist du endgültig Geschichte. Diese Geheimtechnik. Nur ein Meister kann sie beherrschen. Die Ulti. Du Feigling! Man wird sich an mich erinnern. Die Jäger werden bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Dich bis ans Ende deiner Tage. Da ist der Donnerhelm drin. So, dann will ich jetzt noch wissen, was dahinter war. Ach Mann. Ich wusste doch nicht, dass er gleich ins Bosskampf instant aufploppt. So, was war hier drinne? Natürlich, hier kann man nochmal richtig reincashen. Und Pfeile, das wäre ein Hinweis auf den Boss gewesen. Der Bogen da auch zum Beispiel. Ein Topaz. Alter, hier kann man richtig reincashen. Die Jäger haben echt Knete am Start. Und das wäre jetzt hier gewesen, weil das sieht irgendwie so nach Falle aus. Eine Schwertbanane. Stimmt, das hätten wir bei dem Typen auch mal ausprobieren können. Ob der eine Schwäche für Schwertbananen hat. Und hier schläft er also, der gute Koga, der jetzt inzwischen nicht mehr ist. Schade eigentlich. Ich hatte übrigens mit mehr gerechnet als nur so ein Luschi-Bosskampf. Also der war jetzt echt nicht stark. Oh ja, immerhin haben wir den Helm. Donnerhelm. Sieht doch aus wie der Titan, cool. Das heilige Erbe des Gerudo-Stammes, das du von den Jäger zurückerobert hast, soll den Blitzen Naboris widerstehen können. Halt ihn in Ehren, bis du ihn Rijo zurückgibst. Es ist sogar ein Item. Also, naja. Don't you say, es ist ein Item? Oh Mann. Okay. So, wir müssen jetzt wieder zurück, richtig? Richtig. Machen wir aber nicht. Hateno. Da. So, wir haben nämlich Cash und wir können jetzt reincashen. Sieht aber so aus, als würden wir das Ganze erst so richtig erleben in der nächsten Folge. Aber was soll's. Wir cashen jetzt nochmal richtig rein. Stasis-Modul, Schicker-Sensor Plus, das ist es, was ich haben muss. Ja, war doch ein cooler Part. Easy durchgeschlichen, würde ich sagen. Sneaky-Sneaky, Snitch-Attack. Und dazu auch noch einen Boss besiegt, also was will man mehr? Und es hat nur 2 Anläufe gebraucht. Ja, Mann, kommt doch vor, oder? So, oh, schon 20 Uhr. Ganz schön spät. Nicht, dass der Laden noch zumacht. Macht er, glaube ich, nicht. So, Hylia-Stuff und hier. Danke für Ihre Geduld. Der Hylia-Helm. Für 180. Zack. Reingecashed, danke. Die Hylia-Rüstung.
für 250 und reingecashed. Und zu guter Letzt noch die Hylia Beinschutz für 200 und reingecashed. So, tschüssi. So, und das Haus war nämlich hier hinter denen irgendwo. Genau da. Da waren wir nämlich noch nicht. Ich weiß nicht, was da ist. Ich glaube, ich weiß, was da ist, aber ich weiß eigentlich nicht wirklich, was da ist. Ich weiß, dass da eine Reißt ihr das Haus ab? Was ist denn mit euch schief? Das ist ein wunderschöner alter Felsen. Die Pioniere sind meilenweit auf den Dingern geritten. Und hier. Sidequest? Guten Abend, Landa. Kann ich dir weiterhelfen? Was machst du denn hier? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur Schwerkäufer. Also haben die Dorf... Wir können es kaufen! Will ich haben! Gib her, Alter, meine eigene Wohnung in Breath of the Wild. Was ist los? Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Der hat vielleicht Nerven. Also gut, ich erklär's dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubinen, Alter, Langzeitprojekt. Wenn du es also kaufen willst, sprechen wir hier von, ich sage es noch einmal, lockere 50.000 Rubine. Gib her. Boah, unmöglich. Aber wenigstens hast du Ambitionen. Ach, das erinnert mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war. So viel älter bist du nicht. Wir sind 100 fucking 16 oder 118 Jahre alt oder noch älter. Also gut. Pass auf. Ein Sonderangebot, nur für dich. 3000 Rubine, Alter. 3000. Aber zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich deine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Dummster Torda. Hört gerade mal auf. Der ist Alter. Wir sind Transgender Link, das ist der Transgender Baumaster. Was ist denn hier los? Okay, 30. Wir haben schon ein bisschen was. Ich glaube 16 oder so. Wir können hier auf jeden Fall eine Menge kriegen. Außer Äpfel. Oh, Alter. Richtig viel reingecashed an den Äpfeln. Bams. Zack, zack. 18 haben wir, also brauchen wir noch 12. Naja, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Gut, dann, ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen dann. Für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es heißt, wir suchen Holzbündel. Also zerstören Bäume. Ciao.